Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde der gepflegten Abenteuer. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 Karrieremodus mit Borussia Mönchengladbach. Ja, im letzten Testspiel haben wir erfolgreich gewonnen gegen Cagliari Calcio. Heute steht ein ernsteres Spiel auf dem Plan. Der AC Milan. Ah ne, wir sind zu Gast in Milan. Und das ist dann doch schon ein ganz anderes Kaliber als Cagliari Calcio. Also mit Milan, da muss man sich messen. Wenn du international weit kommen willst, was wahrscheinlich in dieser Saison noch nicht wirklich sein wird. Aber, ja, mal gucken, wie weit wir da abschneiden können oder wie wir überhaupt mithalten können. Ich guck gerade, ja, Milan spielt auch in Top-Besetzung. Da bin ich ja mal gespannt, wie wir uns anstellen. Der erste richtige Härtetest, der erste war ja so ein Luschenkick. Und, ja, jetzt mal gucken, wie wir uns anstellen. In Milan. AC Milan, ja, gestern ausgeschieden übrigens. Also ich werde, der Part kommt natürlich eher später, aber bei mir war es eben gestern ausgeschieden aus der Champions League mit 4:0 in Barcelona. Da hat man eigentlich gedacht, Milan ist weiter, weil italienische Mannschaften kassieren ja eh nicht so viele Tore und zwei Tore hatten sie schon zu Hause geschossen. Da hat man gedacht, die sind locker flockig durch, aber da guckst du aus der Wäsche. Der FCB lebt. Der FCB natürlich aus Spanien. Der in Deutschland lebt natürlich auch. Und ja, hat dann einfach mal locker flockig gezeigt, wieso sie die beste Mannschaft der Welt sind. Viele haben ja gesagt, die Saison ist vorbei. Also die Herrschaft ist vorbei. Und ich würde mal sagen, das war die Antwort von Messi und Co. Gucken, wie wir uns hier anstellen können. Dams. Schöner Pass auf Arango und er kann eigentlich mal versuchen mit der Hereingabe. Aber erfolgreich geklärt. De Jong, ein alter Bekannter aus der Bundesliga. Oh, überragender Pass auf Robinho. Ter Stegen muss rauskommen. Und Robinho verpasst. Ter Stegen sehr gut die Ecke zugemacht. Hat da gar nicht viel eine Schussmöglichkeit zugelassen. Und Robinho trifft Gott sei Dank nur den Pfosten. Dams. Schlechte Flanke, am besten gar keine. Dominguez setzt sich da irgendwie durch. Kriegt er doch einen Kopfball hin. Und auch wir spielen hier mit. Wir haben natürlich auch einen De Jong. Aber den guten Luke. Und die haben den Nigel. Irby Emanuelson. Sehr schneller Mann. Robinho. Der will es heute, glaube ich, wissen gegen Dominguez. Und es gibt Elfmeter! Oh, scheiße, ey, du ahnst es nicht. Jetzt habe ich schon wieder das... oh, Mann, Alter, jetzt ist auch noch Facebook an. Ach, du Scheiße. Schön angetäuscht! Diesen Freistoß. Ey, ich sollte alles im Hintergrund ausmachen. Es tut mir echt leid. Weißt du, das ist wie... ich fange gerade wieder Let's Play an und ich vergesse wieder alles auszumachen. Und das stört dann wieder die ganze Aufnahme. Mike Hanke. Auf Luke de Jong. Ah ja, der sollte irgendwie zu Nordwald kommen, aber nicht so. Robinho. Pazzini. Dominguez und so. Und... ja, Dominguez, letztes Spiel überragend gespielt. Kam ja fast gar nichts durch. Mal gucken, wie er sich hier gegen AC Milan vorbereitet. Wie es da läuft. Da standen wir ja hinten richtig gut. Und jetzt der nächste Schuss von Kevin Prince Boateng. Der blüht ja richtig in Milan auf. Oh, gelb für Nordwald. Da gucken wir doch gleich nochmal drauf. Wegen dieser Aktion. Ja, doch, klar, klar. Keine Einsprüche. Das ist eine klare gelbe Karte. Ja, Kevin Prince Boateng blüht ja richtig auf in Mailand. Da kann er machen, was er will. Wäre in Dortmund wahrscheinlich auch, aber irgendwie war die Presse gegen ihn, weil er hat auch schon Ansätze in Dortmund gezeigt, dass er Fußball spielen kann, aber da immer wegen seiner Rüpelaktion, seiner Treterei und alles ein bisschen flöten gegangen und deswegen hat er gesagt, nee, ich will nicht mehr in Deutschland spielen. Er hätte wahrscheinlich sogar Chance, Dortmund hat ja erst überlegt, ihn zu kaufen, aber er selber hat dann gesagt, nee, das tue ich mir nicht an in Deutschland. Und ja, jetzt zeigt er uns einmal den Mittelfinger, würde ich sagen. Gute Entscheidung.
Und jetzt Granit Xhaka mit dem Schuss. Der holt den Hammer raus. Und es steht 1:0 für Gladbach. Granit Xhaka holt den Hammer raus. Aber das gucken wir uns nochmal an. Verliert Boateng und dann nicht zu halten. Für Abate. 1:0. Ja, da muss einfach mal... Da muss er auch mal den Hammer auspacken in solchen Spielen. Lalalalalala. München, Gladbach. Testing, sehr gut gehalten. Gut aufgepasst. Arango. Ein Pass auf Nordweit. Hermann. Stranzel kommt mit nach vorne. Schlechter Pass. Antoni. Stranzel kriegt den Ball noch auf Nordweit. Er versucht's abgefälscht. Und... Ah, nicht Abate, das war der Rechtsverteidiger. Abiati heißt er. Abate war der Rechtsverteidiger. Entschuldigung. Abiati ist natürlich der Torwart. Emanuelsson. Aber wird gleich gestört von Nordweit. Arango. Oh, das war nicht gut. Abate, da ist er. Arango schickt Nordweit. Er muss warten, bis irgendwas kommt. Hermann. Ah, ich ziehe in die Mitte. Du musst das Spiel dann auch mal ein bisschen breiter machen. Nordweit. De Jong versucht, Hanke hoch anzuspielen. Und Abiati ist da und klärt ihn erstmal vorübergehend. Milan immer mit langen Bällen. Oh, das ist so gefährlich. Testing kommt raus. Und entschärft die Situation. Stranzel gegen Kevin Prince Boateng. Boah, Boateng gewinnt. Und Dominguez verliert den Kopfball gegen Pazzini. Gefährlicher Kopfball, aber an das Gehäuse von Marc-André Ter Stegen vorbei. Und schon wieder diese langen Bälle. Wobei das ja eigentlich eine schlechte Idee ist, gegen Varane und Dominguez hohe Bälle zu spielen. Das sind ja nicht die kleinsten. Arango. Schöner Pass. Hanke auf Patrick Hermann. Den nimmt er schön runter. Die Flanke kommt dann auch irgendwie, aber zu weit nach außen. Und das Ergebnis... Ja. Er kommt nicht durch. Hermann. Ah, schlechter Pass. Pazzini. Passt auf. Boateng. Nocerino. Abate. Ist ja ein schneller Mann. Einer der schnellsten Verteidiger, würde ich mal fast behaupten. Über Welt. Zumindest in Europa. De Jong. Boateng. Ja, so ganz weiß der AC Milan nicht, was sie machen sollen. Kevin Prince Boateng jetzt mal mit einem Solo-Lauf. Aber dann doch deutlich am Kasten vorbei. Und so heißt es Abstoß. Ja, letzte Minute läuft vor der Halbzeit. 1:0 durch den Hammer von Xhaka. Boah, kein guter Pass, aber Nordweit holt er dann noch den Einwurf raus. Ah, da wollte ich zu schnell einwerfen, weil ich habe gesehen, in der Mitte sind zwei frei. Oh, Xhaka, das macht er gut. Danke. Arango. Und Nocerino dazwischen. Dams. Juan Arango. Ah, das war nichts. De Jong und Xhaka. Wunderbar gemacht. Der auf Luke De Jong. Und der versucht's. Aber am Gehäuse von Abiati vorbei. Und somit gehen wir mit einer 1:0 Pausenführung in die Halbzeitpause. 1:0 Pausenführung in die Halbzeitpause, ist klar. Kevin Prince Boateng übrigens heute der Kapitän. Oh ja, da war die Riesenchance für Milan auf das 1:0. Und danach kam nicht mehr wirklich viel und dann antwortet einfach mal gerade Xhaka mit seinem rechten Hammer. Ja, die war riesig. Das war eine Riesenchance von Robinho.
Und der Deutsch, der I Deutsch-Italiener oder Italiener-Deutsche oder wie nennt man das? Riccardo Montolivo kommt rein. Für, weiß ich jetzt gar nicht mehr, habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ach, für Emanuelson. Ja, Montolivo kann ja sehr gut Deutsch, weil seine Mutter oder sein Vater, ich glaube seine Mutter, ist eine Deutsche. Also einer von beiden Elternteilen ist auf jeden Fall Deutsch. Und deswegen spricht er fließend Deutsch. Nur so mal nebenbei. Kam ja von Florenz. Jetzt gewechselt vor der Saison. Und ja, macht einen souveränen Job. Boah, schön gemacht von Chaka. Chaka, De Jong. Versucht sich da gegen zwei durchzusetzen. Das wird aber so nix. Hat sie nie. Boah, das war nicht gut von mir. Und Stranzel. Noch dazwischen. Arango. Abate. So richtig läuft es noch nicht beim AC Milan. Kevin Prince Boateng, auch hier verliert er den Ball gegen Dams. Und jetzt Mike Hanke. Ist nicht der schnellste, setzt sich dennoch durch. Mike Hanke mit den Heber. Da hätte ich vielleicht doch ein bisschen doller draufziehen lassen, draufziehen sollen oder in die Mitte flanken, aber nicht so ein halbes Ding. Varane. Chaka. Gefällt mir sehr gut heute. Hanke. Auf Juan Arango. Ja, der hat keinen leichten Gegner mit Abate da. Und ist auch nicht so der schnellste. Strand Dominguez. Ja, hinten stehen wir wieder wie gewohnt sicher. Das könnte eine große Stärke in dieser Saison werden. Ah, Nordwald. Und da wird er tackled. Und wir wechseln einfach mal aus. Mal hier wieder bunt durch. Arango kann ja mal raus. Alexander Ring, kannst du auch links? Natürlich nicht. Max. Auch nicht. Egal, Ring, dann spielst du trotzdem links. Kennen wir hier nichts. Ich überlege gerade zum Lapa. Ja, komm, du hast ein gutes Spiel gemacht. Kriegst deine Chance wieder. Hinten haben wir auch noch Oscar Wendt. Der könnte auch mal rein. Für unseren Kapitän Philipp Dahms. Und damit haben wir auch unsere drei Auswechseln vollzogen. Und können beruhigt sein, dass sich kein Spieler beschwert, dass wir zu wenig auswechseln. Arango. Arango wird gefoult, kommt dennoch weiter. Arango, Flank in die Mitte, Mike Hanke, aber naja, das kann nicht gefährlich werden. Boateng, wieder mit einem langen Ball, also, was soll das? Oh, das war knapp von Ter Stegen. Hätte sich auch ein bisschen mehr Zeit lassen können. Nehmen können und den Ball ruhig fangen können. Stranze auf Nordweit. Der arbeitet viel, der ist heute überall, aber verliert hier gerade den Ball. Boateng. Nocerino. Und da ist Hermann. De Jong. Nordweit. Immer noch Nordweit. Zu weit. Dominguez. Boah, aber auch die Italiener spielen verdammt viele Fehlpässe. Arango. Arango gegen Abate. Das Duell gewinnt er dann. In der Mitte war irgendein Foul. Aber naja. Hanke. Ah, da fehlt die Schussposition. Nordwald versucht's mal. Aber da sind natürlich zu viele Italiener davor. Stranzel. Ja, da richtig. Sicher. Dams. Nordwald, langsamer Spielaufbau, Stranzel. Er kann auch mal ein bisschen marschieren. Ja, Mann, ah, der ist zu weit, aber halb so wild. Es wird ausgewechselt und der AC Milan wechselt auch raus. Wie es aussieht, sollen Pazzini gehen. Ich glaube, das war gerade Pazzini. Ja, auch AC Milan wechselt zweimal auf. Muntari kommt rein und Alexandre Pato.
Der gewechselt ist in der Winterpause irgendwo nach Brasilien. Flamengo vielleicht? Ich weiß es gerade nicht. Ich kann es euch leider nicht sagen gerade. Ich weiß nur, dass er nach Brasilien gewechselt ist. Dominguez, oh, zweimal wunderschön den Ball erobert. Warte ich dann aber zu lang mit dem Pass und die Italiener können kontern. Über Kevin Prince und Abate, der aufgerückt ist. Aber Alexander Ring. Mit dem ersten Zweikampf. Oh, mit dem zweiten Zweikampf, den er gewinnt. Verdammt schneller Mann, habe ich das Gefühl. So der erste Eindruck. Hermann. Stranzel. Mlapa. Er hat ein wunderschönes Tor erzielt. Und hier macht er auch ein wunderschönes Tackling. Und wieder diese langen Bälle. Und die kommen einfach nicht an. Ich weiß, ich kann mir auch nicht erklären, was das bezwecken soll. Hermann. Mlapa. Ah, das war nicht gut. Montolivo. Und Xhaka hat da noch sein Bein dazwischen. Mlapa. Jetzt hat er ein bisschen Platz. Alexander Ring läuft mit. Und ganz da drüben ist De Jong, kommt nicht ran, Nordwald nimmt ihn runter, will direkt ab, will dann den Hammer rausholen. Aber wieder ein Italiener dazwischen, De Jong. Mlapa. Xhaka. Und der eingewechselte Oscar Wendt. Und dann das Penny Mlapa. Kann den Kopf eigentlich nicht richtig drücken. Hermann. Vielleicht die Flanke ein bisschen besser. Oh, Alexander Ring. Nicht der Kopfball, nicht das Kopfballungeheuer unbedingt. Aber da wird er ganz allein gelassen. Da darf er auch mal sein Glück versuchen. Und hätte da vielleicht Luke de Jong gestanden, wäre das besser gewesen. Jetzt zeigen wir den Italiener mal, wie das mit Langbein funktioniert über Penny Mlapa und Luke de Jong. Aber Abiati dazwischen. Alexander Ring. Ah, kommt nicht ran. Boateng. Auf Abate. Der auf Montolivo und jetzt Mascherino und Dominguez dazwischen. Souverän. Oh, Stranzel kriegt er ihn noch weg. Nein, der Kopfball kommt noch drauf von Alexandre Pato. Aber das soll es dann auch gewesen sein. Langer Abstoß und das war's. Wir nehmen ein 1 zu 0 mit einem 1 zu 0 Sieg durch den Hammer von Chaka. Ja, und ein Pfeifkonzert hier in Mailand. Die sind absolut nicht zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft, aber das kann ich verstehen. Am Anfang die Riesenchance von Robinho und danach kam gar nichts mehr. Danach haben sie die Bälle einfach nur vorne reingekloppt, haben gehofft, dass da irgendwer rankommt. Da war keine Struktur hinter nix. Mal ein Schüsschen auf vom Kevin Prince und dann zum Schluss das vom Pato, der Kopfball, aber sonst war nicht zu sehen. Entschuldigung, muss ich ein bisschen was trinken, von meinem schönen Orangensaft. Ja, das haben wir deutlich besser gemacht. Hier, die einzig gefährliche Chance. Und da Dominguez mit der ersten Chance für uns und die zweite, der zweite Schuss war dann gleich drin. Und was für ein Ding. Ja. Mehr war da nicht zu holen. Dominguez und Xhaka, Spieler des Tages, sehe ich genauso. Wieder kein schlechter Spieler dabei. Gucken wir mal rüber, was die Mailänder so haben. Ja, sehe ich ähnlich. Da kommt nicht viel. Kevin Prince als rechtes Mittelfeld, Montolivo als offensives. Das ist natürlich auch interessant. Ich weiß nicht, ob das hier ein falscher Anzeigefehler ist, aber wenn, dann wäre es ein bisschen komisch, weil Kevin Prince ist ja quasi eigentlich der Spielmacher und Montolivo eigentlich eher einer, der defensiv ein bisschen zurückarbeitet. Ja. In meiner Oizon, ja, stimmt, der hat echt nichts auf den Schirm gekriegt heute. Ja. Abate fand ich eigentlich auch nicht so schlecht. Der hat den ein oder anderen Zweikampf dann doch noch gewonnen. Gucken wir kurz durch. Xhaka das einzige Tor gemacht. Luke de Jong. Die Vorlage, wieder eine Vorlage, schon seine zweite. Im Spiel gegen Calcio hat er ja auch eine die Vorlage zum 1 zu 0 gemacht. Dafür kein, da doch so ein halbes Schüsschen aufs Tor. Gefällt mir sehr gut.
Nur drei Dribblings von Xhaka, das ist natürlich auch interessant. Für mich ganz klar Spieler des Spiels. Ja, Ter Stegen, 5 Paraden, ja, ich wollte mal sagen, erfolgreiches Testspiel wieder einmal. Das zweite. Chelsea Pfanne mit Bayern München über Gomez. Ja, das ist interessant. Spurs hoffen, Higuain bald zu verpflichten. Jetzt ist, also sind sie sogar hinter Higuain hinterher. Wollten sie nicht vorher Bosema haben, die guten Spurs? Da bin ich ja mal gespannt. Ja, unser letztes Testspiel steht an. Gegen Getafe und danach geht's gleich in die Bundesliga gegen 1899 Hoffenheim. Da bin ich ja mal gespannt, wie wir unser letztes Testspiel vor der Liga machen. Bisher spielen wir gar nicht mal so schlecht. Hinten kompakt den ein oder anderen am Anfang Wackler drin, so Anfang des Spiels. Aber danach fängt sich eigentlich die Abwehr und danach steht die Bomben sicher. Nach vorne, ja, da schießen wir irgendwie immer ein Tor. Das heißt immer ein Tor, wir haben zwei Spiele gemacht, aber es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, damit will ich auch den Part beenden. Hoffentlich hat er euch gefallen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr wieder zugesehen habt. Mir bleibt nur noch zu sagen, bleiben Sie sportlich und it's on!